Rapper dabei, Einladungen für ihre Party zu basteln. Such dir einen Hintergrund für die Einladung aus. Such dir eine aus, die du später nochmal verwenden willst. Vergiss nicht, auf jeden Umschlag eine Briefmarke. Einladungen auf dem Weg. Hier kommt Herr Zebra, um den Briefkasten zu leeren. Kannst du Peppa helfen, Partytüten zusammenzustellen? Such dir eine Partytüte aus. Verziehe die Tüte mit ein paar Aufklebern. Berühre den Haken, wenn du fertig bist. Jetzt such ein paar tolle Sachen für die Partytüte aus. Berühre den Haken, wenn du fertig bist. Kannst du Peppa in der Küche helfen? Berühre die Zutaten, um sie in die Schüssel zu füllen. Eier, Mehl, Zucker, Butter. Verrühre die Kuchenmischung mit dem Löffel. Such dir eine Kuchenform aus. Berühre die Form, um die Mischung hineinzufüllen. Das muss jetzt in den Ofen. Berühre das Sieb, gut so. Berühre den Krug, um Wasser dazu zu geben. Such dir eine Farbe für den Zuckerguss aus. Rosa. Verrühre den Zuckerguss mit dem Löffel. Das sieht lecker aus. Berühre einen Kuchen, um ihn mit Zuckerguss zu überziehen. Jetzt wollen wir den Kuchen verzieren. Was für schöne Kuchen! Peppa ist aufgeregt, weil die Party gleich losgeht. Hier kommen Peppas Freunde. Sie wollen Reise nach Jerusalem spielen. Wähl aus, wie viele Spieler mitmachen sollen. Wenn alle Spieler eine Figur ausgewählt haben, musst du berühren das Fingerfeld, damit sich deine Figur bewegt. Wenn du das Feld nicht mehr berührst, setzt sich deine Figur hin. Oh nein, kein Platz mehr frei. Beweg den Finger leicht, damit sich die Figur schneller bewegt. Jetzt nehmen wir einen Stuhl weg. Oh nein, kein Platz mehr frei. Nein, kein Platz mehr frei. Jetzt nehmen wir einen Stuhl weg. Oh nein, kein Platz mehr frei. Jetzt nehmen wir einen Stuhl weg. Nein, kein Platz mehr frei.
Jetzt nehmen wir einen Stuhl weg. Oh nein, kein Platz mehr frei. Es ist die letzte Runde und es ist nur noch ein Stuhl da. Oh nein, kein Platz mehr frei. Und gewonnen hat Peppa. Als nächstes spielen wir Päckchen auspacken. Jeder Spieler zieht eine Figur auf das jeweilige Kreisfeld. Wenn die Musik anfängt, musst du das Fingerfeld berühren, um das Päckchen weiterzugeben. Oh, die Musik hat aufgehört. Berühre das Päckchen, um eine Schicht auszupacken. Pech gehabt. Noch eine Verpackung. Spiel weiter. Oh, die Musik hat aufgehört. Berühre das Päckchen, um eine Schicht auszupacken. Pech gehabt. Noch eine Verpackung. Spiel weiter. Oh, die Musik hat aufgehört. Berühre das Päckchen, um eine Schicht auszupacken. Pech gehabt. Noch eine Verpackung. Spiel weiter. Berühre das Fingerfeld, um das Päckchen weiterzugeben. Oh, die Musik hat aufgehört. Berühre das Päckchen, um eine Schicht auszupacken. Pech gehabt. Noch eine Verpackung. Spiel weiter. Reicht das Päckchen weiter? Oh, die Musik hat aufgehört. Berühre das Päckchen, um eine Schicht auszupacken. Pech gehabt. Noch eine Verpackung. Spiel weiter. Berühre das Fingerfeld, um das Päckchen weiterzugeben. Oh, die Musik hat aufgehört. Berühre das Päckchen, um eine Schicht auszupacken. Gut gemacht. Und gewonnen hat Peppa. Jetzt spielen wir Piñata. Wähl aus, wie viele Spieler mitmachen sollen. Zieht abwechselnd an einem Band. Oh, Pech gehabt. Das war nichts. Das war nichts. Oh, Pech gehabt. Das war nichts. Oh, Pech gehabt. Oh, Pech gehabt. Ja! Sammel die Münzen so schnell wie möglich ein, indem du sie auf dein Fingerfeld bewegst. Manche Münzen sind mehr wert als andere.
gewonnen hat Pepper. Was für eine tolle Party. Es war ein sehr schöner Tag. Hier ist das Album von Peppers Party. Blätter um, dann siehst du noch mehr. Bist du sicher? Als nächstes spielen wir Päckchen auspacken. Such die Figuren für die... Bist du sicher?